für mich die Erfüllung eines großen Traums. Das war für mich immer mein großer Wunsch, mein großes Lebensziel, sogar irgendwann selbst Kinder zu haben. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich es nicht hinbekomme in meinem Leben, Vater zu werden und die richtige Frau zu finden, dann wäre ich sehr, sehr traurig und auch böse auf mich selbst. Von daher ist es toll, dass es jetzt klappt und bin sehr glücklich darüber und freue mich auf die doch sehr spannende Zeit, glaube ich, die uns da bevorsteht. Mein größter Fan ist vermutlich... Mein erster Fan und daher wahrscheinlich auch mein größter Fan, auf eine andere Art und Weise Fan natürlich als vielleicht andere richtige Fans, meine Mutter, weil die mich immer unterstützt von Anfang an und immer voll dabei war und das immer ganz toll fand. Und bin da sehr dankbar, dass sie auch gesagt hat, Mensch, mach dein Ding und das ist total in Ordnung. Und sie stand immer dahinter, von daher ist das meine Mutter. Wenn ich den ESC gewinne, dann? Dann kann ich mir gar nicht ausmalen, was dann passiert. Ich glaube, das wäre ganz schön verrückt. Ich weiß aber auch, dass das so schwierig ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass es wirklich eintritt. Und wenn das passiert, wäre das natürlich toll. Denn dann wird der ESC 2019 auch in Deutschland sein. Ich glaube, da würde ganz Deutschland sich freuen. Und für mich wäre das natürlich auch eine wahnsinnig tolle Sache und eine tolle Bestätigung, dass meine Musik da draußen ankommt. Aber es muss auch nicht der Sieg sein. Ich würde mich nicht beschweren, aber eine Top-10-Platzierung wäre zum Beispiel auch schon echt richtig toll. Und da würde ich mich sehr freuen. Oh, I was born from one love. Of two hearts, we were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm.